So Leute, es gibt schon wieder einen neuen Cup für uns, aber diesmal nicht auf der Switch, sondern quasi auf allen Plattformen. Und zwar, es geht um die gute, jetzt gerade das Bild suchen, zack. Um die hier wird es gehen, das ist die Trinity-Herausforderung. Die ist am 14.03., also oh Gott, wann ist denn der 14.? Nächste Woche, nee, doch diese Woche Sonntag, oder? 14. Ja, Sonntag. So, was ist das für ein Skin? Richtig, ihr seht schon, Trinity Trooperin. Es gibt ihn in zwei Varianten, die wird auch in den Shop reinkommen. Was gibt ist es für ein Turnier? Ein Turnier, was in ganz Europa ausgetragen wird, also jeder kriegt seine eigene Zeitzone. Und wie viel muss man diesmal werden? Ihr wisst ja, bei dem Switch-Turnier soll man ja unter die besten 700 kommen. Das hier wird ein Trio-Turnier. Allerdings muss man da unter die besten, hört zu, 3333 kommen. Weil ihr seht es ja auch im Bild, powered by 3, keine Ahnung, irgendein, was haben die eben gesagt? Es ist ein Mobilfunkanbieter, okay? Ein Mobilfunkanbieter. So, wann wird dieses Turnier aber stattfinden? Wie gesagt, in dem 14. März, jetzt hört ihr auf die Uhrzeit bitte. 15 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir haben 10 Matches dafür Zeit und ansonsten sind es die ganz normalen Vereinbarungen, die ich hier mal so gerade drüber lese. Ja. Also, nochmal kurz zusammengefasst, am 14.03. zwischen 15 und 18 Uhr ist dieses Turnier, besteht nur aus Trios und wir müssen unter die Top 3333 kommen. Meine Güte, welch schwierige Zahl. So, das waren die Infos, was das betrifft. Die Custom Games werde ich gleich anfangen. Also bevor ihr wieder einen in die Kommentare schreibt, ich wollte nur gerade die Info an euch raushauen. Und ihr seht schon, der Fabi hat 7 Siege, Obstladen hat 5 Siege, Luca hat 4 Siege. Aber vielleicht will sich da auch noch der ein oder andere oben einmischen. Also kommt gerne in den Livestream vorbei. Ich denke mal so 6 Uhr werde ich allerspätestens da sein. Und in dem Sinne euch auf jeden Fall viel Glück bei den ganzen Turnieren, wo es jetzt überall Skins gibt. Wir können ja gerade nochmal gucken bei Wettkampf. Da haben wir einmal den Cup. Der war ja einmal für die Switch. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welches Datum es war. Ich weiß gar nicht, ob der dann für uns ist. Oder auf der Switch war nochmal separat, glaube ich, einer. Aber wie gesagt, der hier wird am Sonntag dann sein, der nächste. Und ich schätze mal, er wird noch kommen, aber es ist halt noch nicht eingefügt. Ich wollte euch einfach nur die Info geben. Falls du noch kein Abonnent bist, gerne Abo da lassen. Vergesst ein Like nicht da zu lassen. Und vergesst das 1 Million Klick-Video nicht. Also in dem Sinne, haut rein.